Hallo, ich grüße euch heute aus London, wie ihr seht, mit einer großartigen Kulisse. Wir sind aber nicht aus touristischen Gründen hier, sondern weil hier unsere Fraktionsklausur stattgefunden hat. Auf dieser Klausur haben wir uns gemeinsam beraten, welche Prioritäten für unsere Arbeit in den nächsten 5 Jahren im Europäischen Parlament setzen wollen. Und zwar sowohl für die gesetzgeberische Arbeit als auch für die Kommunikation, für die Öffentlichkeitsarbeit. Und wir haben gemeinsam überlegt, was wir tun können, um unsere Fraktion noch stärker aufzustellen. Ich freue mich sehr über das Ergebnis, denn wir haben 6 Prioritäten definiert und Digitales gehört auch dazu. Und ich halte das für eine der ganz großen Aufgaben gemeinsam mit dem Klima und der Bekämpfung der sozialen Ungleichheit für die nächsten 5 Jahre. Dass wir hier in London sind, ist natürlich kein Zufall. Wir sind hergekommen, um ein Zeichen zu setzen gegen den Brexit, für ein vereintes Europa. Der Brexit steht, wir fürchten, unmittelbar bevor. Wir hoffen, dass es noch abgewendet werden kann, aber im Moment sieht es nicht so aus. Und deswegen möchten wir hier unsere Solidarität mit unseren britischen Kolleginnen und Kollegen zum Ausdruck bringen, die auch sehr dankbar dafür gewesen sind. Zufall war, dass ausgerechnet hier, wo wir sind, auf dem Trafalgar Square, Extinction Rebellion gerade ganz stark protestiert gegen die Klimakatastrophe mit vielen Aktionen zivilen Ungehorsams und dass gleichzeitig die britische Regierung, die ja auch die parlamentarischen Spielräume sehr stark eingeschränkt hat, auch den Spielraum der Zivilgesellschaft ganz stark einschränkt und für ganz London jegliche Form von friedlichem Protest durch Extinction Rebellion verboten hat. Und deswegen haben wir in den letzten Tagen auch ein Zeichen dagegen gesetzt, gegen diese Einschränkung der demokratischen Rechte der britischen Bevölkerung. And when I was asked today to come here to join my colleagues to defend democracy, I couldn't believe this might be unlawful. I have to come to the country that's the cradle of democracy to defend democracy. That's unbelievable. So please, I would like to encourage you, go on defending your democracy because the world is looking at you. Yeah.